Hallo, heute stelle ich euch das App Pumpkins vs. Monsters vor. Erinnert den einen oder anderen vielleicht am Anfang an Plants vs. Zombies, ist aber vom Spielprinzip her nicht ähnlich, sondern doch unterschiedlich. Wir sind hier im Hauptmenü und können zwischen einem Story Mode und einem Endless Mode auswählen. Wir gehen jetzt mal in den Story Mode. Sehen dann hier, man kann aus verschiedenen Storyfenstern auswählen, die man nach und nach freischaltet. Kann dann hier aus einzelnen Welten auswählen. Auch hier wird ein Level nach dem anderen freigeschaltet. Wir gehen jetzt mal in Level 6. Am Anfang können wir jetzt unsere Ausrüstung bestimmen. Es gibt hier Schilder, gibt Dynamit, gibt Bomben, die man vergraben kann, also mehr oder weniger Minen. Und man kann seine Kürbisse upgraden, aber dazu kommen wir gleich. Wir kaufen jetzt einfach mal für den Show-Effekt noch ein Dynamit und einen vergrabbaren Kürbis bzw. Bombe. Und starten das Spiel. Hier kommen jetzt die Monster, die uns angreifen, und die haben hier unten unsere Kürbisse. Ziel ist es, dass wir immer mindestens drei Kürbisse hier unten zusammenbringen. Erscheint dann bei diesen ein Gesicht, sind sie mehr oder weniger aktiv und können dann geschleudert werden. Das ist eben auch das Hauptprinzip. Man schleudert diese nach vorne und wehrt so die Monster von sich selbst ab. Die Farbe muss jeweils immer die gleiche sein, sprich rot, orange oder grün. Die einen Monsters halten zwei Würfe aus, die anderen nur einen. Das ist also von Monsterart zu Monsterart verschieden. Bin ich jetzt mal nicht rechtzeitig, kann ich eben von hier oben ein Dynamit nehmen und kann auch dieses werfen. So kann ich dann auch ein Monster zerstören. Und ich muss eben hier richtig multitaskingfähig sein. Ich muss unten beobachten, wie meine Kürbisse gerade sortiert sind, muss diese dann umsortieren und muss natürlich auch oben stets die Monster im Auge behalten, dass diese nicht zu nah an mich herankommen. Ist also wirklich ein sehr forderndes Spiel, das von Level zu Level schwerer und anspruchsvoller wird. Vor allem, wenn dann die Zombies aufkreuzen, die mehr als einen, ich sag's mal, Kürbiswurf aushalten, wurde das Ganze natürlich noch etwas schwieriger. Hier oben kann ich parallel auch noch Münzen einsammeln, die dann eben mir später dazu dienen, entweder Upgrades zu machen oder eben Dynamit und ähnliches zu kaufen. Man sieht jetzt hier schon wieder eine neue Monstersorte, diese Dicken. Die werden vermutlich jetzt mal noch mehr Schaden aushalten. Sieht fast so aus, als wenn die jetzt hier drei Würfe aushalten. Man kann auch, wenn man will, mehrere Kürbisse hintereinander platzieren. So kann dann garantiert werden, dass beispielsweise ein Zombie, der zwei Würfe aushält, auch zweimal getroffen wird und so komplett gleich hinüber ist. Ich denke, man sieht es hier wirklich, der greift jetzt hier meinen Holzklotz an. Habe ich gerade so noch abwehren können und habe jetzt dieses Level geschafft. Wir sind jetzt gerade noch im ersten Level-Paket, also ich denke, man sieht schon, selbst hier ist es schon relativ anspruchsvoll. Kommt jetzt eben hier wieder in diesen Bildschirm. Hier oben sehen wir unsere Münzen. Kann noch solche Schilder kaufen, die kann ich auf meinem Holz platzieren, um mir zusätzlichen Schutz zu verleihen. Meiner Meinung nach ist aber vor allem am Anfang das Dynamit am hilfreichsten. Man sieht hier, es bringt, wenn man die Kürbisse upgradet, sind diese stärker und können so dem Monster mehr Schaden hinzufügen. Ab und zu kommt dann hier unten auch noch so ein Grabstein dazu, der erschwert mir dann das Sortieren der Kürbisse noch ein wenig. Im Großen und Ganzen ist Pumpkins vs. Monster meiner Meinung nach ein wirklich sehr schönes Spiel. Mir macht es eine Menge Spaß. Es bietet wirklich einen großen Umfang durch die vielen Level, die zur Verfügung stehen. Dann gibt es natürlich auch noch den Endless Mode, den man spielen kann. Verrät der Name schon, ist eben Endless. Und gerade da die App kostenlos ist, finde ich, kann man hier wirklich überhaupt nichts falsch machen. Die Werbung unten stört eigentlich im Menü überhaupt nicht. Wirklich eine ganz klare Empfehlung. So viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.